Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Weihnachtszeit. Ich bin der Oliver und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen Text innerhalb eines Pfades schreibt. Ich könnte jetzt mit dem Pfadwerkzeug, hier mit dem Zeichenstift, einen Pfad aufziehen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, einfach einen Pfad hier zu generieren, indem man das Formebenenwerkzeug auswählt, zum Beispiel hier ein abgerundetes Rechteckwerkzeug. Ich nehme mal den Radius 100, habe ich vorhin schon probiert. Und jetzt ziehe ich mir einfach mal so eine Tafel auf. Die hat erst eine weiße Füllung, die ich aber abwählen kann. Und jetzt, ja, ich nehme nochmal eine Kontur dazu, vielleicht in Rot und entsprechend vielleicht 3, 4, 5 Pixel oder so, vielleicht 5 Pixel einer durchgehenden Linie. Habe jetzt meine Tafel und wenn ich jetzt mit T das Textwerkzeug wähle, ich zoome mal näher ran, dann seht ihr, dass zuerst so eine Welle erscheint. Wenn ich jetzt klicke, dann kann ich auf diesem Pfad hier außen einen Text auflegen oder aber ich gehe in die Tafel rein und dann wird der Cursor mit so einem Kringel umrandet, mit so einem punktierten Kringel. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier reinklicke, zieht mir Photoshop einen Rahmen auf und ich kann jetzt tatsächlich innerhalb dieses Pfades einen Text schreiben. Ich schreibe mal hin, bitte abonnieren. Oder ich kann auch einfach hingehen und einen Platzhaltertext einfügen und dann mit der Palette Zeichenbedienfeld oder hier heißt sie Zeichen. Das ist anscheinend so ein kleiner Fehler. Kann ich nun diesen Text beispielsweise auswählen, dann den Zeilenabstand noch ein bisschen variieren und meine Einstellungen hier vornehmen, verschiedene Fonts auswählen und hier allerlei Veränderungen vornehmen, dann mit dem Häkchen bestätigen und ich habe meinen Text tatsächlich innerhalb dieses Pfades. Und wenn ich jetzt mit dem Direktauswahlwerkzeug einzelne Pfadpunkte auswähle, dann kann ich natürlich den Pfad hier durchkneten, verändern und der Text wird immer an diesem Pfad angelegt und entsprechend formatiert. Ja, das war mein Tipp zur Weihnachtszeit zum Textwerkzeug. Das ist ja quasi eine regelrechte Serie. Ich habe schon mehrere Tutorials zum Textwerkzeug gemacht. Und da gibt es also viele schöne Details zu wissen, die das Arbeiten mit diesem Textwerkzeug wesentlich erleichtern. Wenn ihr was gelernt habt, dann gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr das nächste Jahr auch wieder zuschaut, dann freue ich mich auf euch. Tschüss!